Nordkanada. Wir schreiben das Jahr 1970, ein schrecklicher Schneesturm tobt. Und damit herzlich willkommen. Hallo Jenny. Hallo Joscha, wir spielen mit euch Kona. Kona ist ein Indie-Survival-Game mit viel Adventure und viel Story und vor allem den richtig geile Intro-Musik. Oh ja, auf geht's. Auf geht's nach Quebec. Endlich mal wieder ein Story-Game auf unserem Kanal. Oh ja. Ist ja schon ein bisschen her. Irgendwie sind wir so auf Strategie gelandet. Ja, aber dafür jetzt das Firewatch des Nordens. Wenn es lädt, was das tun wird. Ja, das war jetzt schlechtes Timing. Nord-Quebec, Oktober 1970. Carl Faubert sought information for a living. That is to say that ever since he returned from Korea, after having served with the armed forces, he had been working as a private investigator in Montreal. William Hamilton, a rich industrialist, had gotten in touch with him regarding a simple vandalism issue. Nothing to write home about. Not worth hiring a private eye either, just so he can drive for hours on rough roads. But that's how it had always been. The client pays, Carl gets it done. Hörst du, dass aus dem Radio die Musik kommt? Ich find's großartig. Wir haben in den ersten paar Sekunden mal reingeguckt schon, wie es denn startet. They had set up to meet at the general store. His client's business. Well, actually, the entire village had Whoa. William Hamilton's name written all over it. Wir spielen also einen Privatdetektiv, der auf dem Weg ist, ja, in den Norden Kanadas, also ab in die Einöde. Voll geil. Das Ding ist schon eine Weile im Early Access gewesen. Und seit When the roads were bad, muddy or snowed in, it was customary around these parts to close them off. But it was also customary to ignore those signs entirely and drive there anyway. Geil. Ach ja, eigentlich darf man da nicht durch, aber es ist auch total normal, dass man die Dinge einfach abmacht und weiterfährt. Alles klar, herzlich willkommen in Kanada. Ja, was um einen Satz zu beenden, es ist seit 2 Wochen, Mitte März, um genau zu sein, als Vollversion jetzt erhältlich. Vorher gab es die ersten 30% zu spielen. Und jetzt kann man sich den Rest quasi ansehen. Wir kennen noch gar nichts davon. Sind sehr, sehr gespannt, wie denn die Aussicht ist in Quebec. Und das müsste auch die Quebec-Fahne sein. Sieht sehr, sehr französisch aus. Ja, Überraschung. Emperor Duplessis, in spite of his conservative agenda, did a good job in colonizing the rural north, which helped to re-establish the region as an integral part of the province of Quebec. The blue fleur-de-lisée could be seen fluttering in the wind here and there, taunting the red Canadian flags on the other side of the province's boundaries. Ah, Dinge. Was haben wir denn? Was ist das? Ein Anzünder. 2. Zange? Das kann ich nicht nehmen. Genau, also es gibt durchaus Survival-Elemente. Wir wissen gar nicht, wie die tatsächlich dann aussehen. Aber, ich bin mega gespannt. Wir haben sehr Gutes gehört. Hat super Bewertungen bisher bekommen bei Steam. Aber gar nicht so viele. Mal gucken. Ich freue mich mega drauf. Diese ganze Atmosphäre. Ich konnte Jenny leider nicht davon überzeugen, das auf Französisch zu spielen. Nee, weil ich kann kein Französisch. Ich kann auch nicht wirklich gut Japanisch, für die Leute, die jetzt gleich meckern, weil wir schon mal was auf Japanisch gespielt haben. Aber Französisch ist Tatsache, finde ich, auch vom Klang eine sehr anstrengende Sprache. Ich mag das nicht sonderlich und dann möchte ich mich nicht die ganze Zeit zulabern lassen. Okay, du marsch. Genau, in so einem geschwollenen was auch immer. Qu'est-ce que c'est? Lesen wir das mal. Es wird fantastisch, Jenny. In Manaston, il y a Verabon Vivre. Oh, Lesen? Nein, Vivre. Das ist ein Ausrufezeichen, ich dachte, das war ein. Wie geht's denn weiter? Zurück, weiter. Ah. Ja, das lesen wir mal vor. Wir gucken mal, wie viel es vorzulesen gibt insgesamt. Wenn es Überhand nimmt, selektieren wir vielleicht. Aber erstmal alles. Nord-Quebec mit unerschöpflichen Rohstoffen. Die Provinz Quebec verfügt über geradezu endlos natürliche Rohstoffe. Was spricht dagegen, diese zu nutzen? Unsere wertvollen Ressourcen können lange Strecken transportiert werden, bis zu solch fernen Orten wie Dallas in den USA. Machen Sie mit und investieren Sie jetzt! Wir erwecken die wirtschaftliche Stärke von Quebec. Im Herzen der Wildnis. Im Norden wimmelt es von Wölfen, Rentieren, Bären, Rebhühnern, Füchsen, Schnee, Eulen und endlos anderen majestätischen Tieren, die dem Tierleben in der afrikanischen Wildnis in nichts nachstehen. Natürlich nicht. Wir sind das Afrika von Amerika. Besuchen Sie den Norden und entdecken Sie einen wahrlich weißen Weißen Dschungel. Weißen Dschungel. Ja.
Einen weißen Dschungel. Dann weiß wird's noch. Nehmen wir die Karte. Ach so, wegen dem Schnee. Können wir telefonieren? Nein. Oh Mann. Es erinnert mich tatsächlich extrem an Firewatch. Ja. Nur dass es nicht nach Unity aussieht, oder? Ja, der Grafikstil ist ein bisschen anders, aber dieses Ganze, weil ich glaube, Firewatch war 80er Jahre. Und wir sind jetzt ja in den 70ern gelandet, aber auch mit diesem, ne, dieser Abgeschiedenheit. Wobei hier wird es jetzt gleich sehr weiß, aber das hat der Startbildschirm ja schon Carl versprochen. Carl was meeting his client in a store near this area. He was on the right track. Na, luck at me back. Oh, dieser 2 Meilen. Erzähler hat so eine geile Stimme. Ja, ist geil. Hamilton never mentioned a roadblocking barrier. Why was it needed here in the back of beyond? That would, however, be a mystery for another day. Carl had waited long enough for someone to come and raise it. Still not a soul in sight. There was no point in waiting any longer. Carl had to figure this one out by himself. Hamilton is waiting for Carl in the general store. It was time for him to get down to business. Ohne Scheiß, ich habe jetzt erst gemerkt, dass wir nicht der Erzähler sind. Was? Ich wollte gerade sagen, ich finde es so geil, dass er die ganze Zeit als Erzähler quasi über das erzählt, was wir tun. Ja, oder ich dachte, tun werden, ja, aber ich dachte gerade, wir erzählen unsere Geschichte nein, selbst. Nein. Ja, ich fand es übrigens geil, das auch schon als Inventar zu fungieren. William Hamilton enjoyed a lavish country house built in the very heart of the northern forests, not too far from here. Outfahren und gucken ist nicht gut. When it came to the affluent man. Some saw a wealthy philanthropist dedicated to improving the region's economy. Others an aging Englishman who would do anything to further his fortunes. And those ones hated him enough to go on about scheming against him. Hamilton had recently acquired a few local businesses, but the last straw was the reopening of a mine, which gave rise to a wave of protests and threats from the Cree people. Given these circumstances, Carl reckoned that a good number of people must be feeling compelled to oppose Hamilton in one way or another. So far, only the industrialist's house had been a target, but soon enough, Carl thought, the target would become the man himself. Na toll. Fängt an und du bist auch nicht so viel besser gefahren. Ich kann nicht ahnen, dass mir da jemand entgegenkommt. Ein paar Stunden später. Carl needed to get out of there. The cold and the pain required urgent care. Ja, schon ist Winter. Herzlich willkommen zu Kona. Ich finde, wenn es so ein Bucherzähler ist, so vom Stil, dann ist es total geil, weil es fühlt sich so an, als würde man so eine interaktive Story spielen. Oh nein, wahrscheinlich überlebt jetzt keiner. Oder ist keiner mehr drin? The driver had taken off. It was still best to check it out and leave nothing to chance. Carl needed help. Erste Hilfekasten. Ah, das ist was, wir können es verarzten. Ich glaube, es war. Ja. Wie finden wir das? Ausrüstung. Nee, verbrauchbares ist es. Ja. Ja. Gott, wir können rauchen. Pfui. War es das jetzt? Ja, da oben geht das Haar. Ja. Also das ich mag Herz. Das quasi nicht vorhandene Interface. It was so cold. Already Carl did not feel his toes anymore. Ich bin ja mal. Links oder rechts? Ja, lauf halt, du bist an der Maus. Das sieht irgendwie einladend aus hier. Ich weiß nicht warum. Süd, Atami Beck. Unter Stress zielt Karl schlechter und sprintet kürzere Strecken. Wir müssen irgendwas zielen. Das gefällt mir schon mal nicht. Ich bin so schlecht im Schießen. War das Ding Eingang? Okay, ich will trotzdem nur kurz gucken, gibt es da das? Okay. Das zielt aber noch nicht scheinbar. Anzünder. But better than he had hoped, Carl Faubert had succeeded once more and was now on his way to new adventures.
Aber jetzt kannst du auswählen, was du nimmst als Anzünder, oder? Ja, aber wie? BASD? Nee, laufe ich mit... Hä? Wie eben gedrückt halten auf jeden Fall. Mach ich ja, macht nichts. Gerade als Kette habe ich einfach gehalten. Oder fehlt mir was? Ich glaube, es zeigt... Feuer machen, weil da eins so komisch... ausgegraut ist. Gucken wir kurz. Das sind nur Zigaretten. Ja, ganz viele. Drei Anzünder. Ah, Streichhölzer. Also was ist denn das? Das zeigt, glaube ich, an, mit was man das anzünden kann. Aber sind, brauchen wir nicht alles davon? Weiß ich nicht. Guck mal, das sind Anzünder. Das eine Symbol. Ja. Was haben wir? Das beides haben wir, oder? Ja. Nur das dritte nicht. Wie, was ist denn das? In der Mitte das, ne? Ein Feuerzeug oder sowas. Soll es ein Feuerzeug sein? Aber... Dann gehen wir halt erstmal nach draußen und zünden das draußen an. Aber da brauchen wir das gleich wahrscheinlich. Okay. Nein, ja. Es fehlt irgendwie ein Objekt, ne? Tipp ich mal. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass wir gucken mal auf den Turm. Wie ist das eklig? Ah, ich kann, da sprinte ich irgendwie so. Shift. Ich bleib immer in dieser Ecke hin, gerade beim ersten Turm auch schon. Ah! Nein! Hä? Es ist ziemlich kalt. Ja, vor allem oben auf dem scheiß Turm, ey. Aber hier muss doch... Was übersehen? Vielleicht. Was nicht? Cold turned into pain. Oh, Carl needed to find someplace warm. So, hier ist ja nichts, was ich nehmen kann. Carl, ever diligent in his work, always carried his log on him, in which he scribbled down thoughts and leaves a light during the course of his investigation. Ja, ich will dich frieren. Oh, wie groß hatte ich die Spuren? Kann ich hier irgendwas? Kannst du hier was nehmen? Ja. Holz. GZ. Schnell, Tür zu. Okay, got it. Alles im Griff. Ah, schön. Okay, es hat echt so... Was ist denn das Rechte, was da hochgeht? Unser Gehirn, deine... Stresslevel, oder? Ja. Ah, schön. Je mehr erstmal aufwärmen. Kürzer kann man sprinten, hat er noch erzählt. Wasser. Das ist auch eine Decke, die wir wahrscheinlich nicht einpacken können. Ich glaube, aber das ging nur was gegen. Ah, mehr geht nicht, okay. Welche gab es da? Oder guck mal in dein Notizbuch, weil er davon eben erzählt hat. Okay, Notizbuch. Untersuchung. Ein Fall von Vandalismus. Oh. Fall von Vandalismus. Sollen wir uns das jetzt schon angucken? Ja. Okay. Hamilton, Sohn eines reichen Bankiers aus Chicago, erlebte seinen ganzen Goldrausch, seinen ganz eigenen Goldrausch im Norden von Quebec, wo er eine Kupfermine betreibt und das Vermögen seiner Familie vergrößert. Mine? Man kann nicht reich werden, ohne andere Menschen auf die Füße zu treten. Das ist das Lebensmotto von Hamilton. Und mit der Ausweitung seiner Kupfermine hat er sich sicherlich keine neuen Freunde gemacht. Hamilton beschuldigt die Cree, seine Besitztümer anzugreifen, vor allem sein luxuriöses Jagdhaus im Norden von Shibugamau. Auch das dürfte nicht besonders gut bei der örtlichen Bevölkerung ankommen. Die Cree sind wahrlich nicht gut auf ihn zu sprechen. Seine Minen stören womöglich den großen Geist. Dieser Fall von Vandalismus ist wie geschaffen für mich, denn da muss ein Profi ran. Ich treffe mich mit Hamilton bei seinem Gemischtwarenladen 1553. Okay, cool. Und was ist das Fragezeichen? Kann man auf das Fragezeichen klicken? Nee. Dann kommen Personen. Da, Mr. Hamilton. Und aber mit den Personen Karl? Setzen wir uns vielleicht auseinander, wenn wir sie auch mal treffen. Ich will jetzt noch nicht so... Achso, das sind wir selber. Ja, wir haben einfach den Fall. Ich wollte nur einmal gucken, wie wir heißen. Sind ich wir bin das? Privatdetektiv. Achso, wir sind Karl. Okay. Ich bin Privatdetektiv. Damit und mit meinem Veteranengeld für meine Zeit in Korea komme ich gut über die Runden. Für gewöhnlich werde ich angeheuert, um untreue Ehemänner zu verfolgen. Aber Scheidungen sind teuer und deswegen gehen die Aufträge in dem Bereich immer weiter zurück. William Hamilton hat mich angeheuert. Er hat mich mit einem Scheck und vielen Versprechungen überzeugt. Zudem wollte ich endlich raus aus Montreal. Und der Atamibeck-See ist eine gute Gelegenheit dafür. Wenn man weg will, sollte man solche Chancen nutzen.
gucken wir uns unseren Auftraggeber noch vielleicht auch an. Wenn wir, dann machen wir es komplett. Okay, ein reicher Industrieller, der von vielen geliebt und von vielen aber auch gehasst wird. Er will, dass alles, was in der Manastan-Region noch nicht ihm gehört, letztlich ihm gehört. Hamilton hat sich immer wieder über Anfeindungen und Angriffe beklagt. Mal seien es die Leute von Atamibek-See und mal die Kree. Wie heißen die? Kree. Manch einer würde sagen, dass er das auch verdient. Wenn man die Menschen schon ausbeutet, sollte man sie ansonsten wenigstens in Ruhe lassen. Wir haben ja auch schon diese Symbole, glaube ich, gesehen von den Kree. Ne? Zumindest sahen die sehr indianisch aus, was da mal am Rand stand. Gibt es irgendwie einen... Ja, spreche mal von alleine, falls du ich meinte, ob er mir ein Ziel sieht. Wir müssen ja wahrscheinlich, so wir sind jetzt hier in Manastan Sud. Wir müssen zu diesem See. Wir haben angefangen in der Raststätte und wir müssen zu einem Gemischtwaren. Also wir müssen theoretisch die Straße, hoch. Wir müssen die, was ist das, die 750. Müssen wir hoch zum See. Das ist auch ein ganz schönes Stück, so ohne Auto. Das war schon gar nicht mehr ohne Wald, ne? Genau, und auf dem Stück sehen wir auch, dass nichts mehr kommt. Ich weiß nicht, dass da links jeweils, ob das Hütten sind oder so. Aber da sind immer Symbole. Guck mal, das ist der Aussichtsturm unten. Und da oben ist eine Tankstelle. Und da ist echt ganz schön weit, um jetzt einfach so zu latschen. Wir gucken mal. Ich mag das sehr, dass wenn ich jetzt einfach runtergehe. Aber gucken, ich kann ja theoretisch immer wieder zurückrennen. Zu? Es wird ja kalt, ne? Dann rein. Weil hier geht ja sonst nichts, ne? Weiter. Da ist nur der Turm. Da oben waren wir, da war nichts. Da hinten ist auch nichts. So ein paar Köpfe waren, als zurückzugehen. Den gleichen Weg. Jetzt und quasi rechts die Straße runter. Den Hauptweg halt. Joggen wir mal natürlich. Ist geil. Ah, guck mal, er geht schon nicht mehr. This deep in the country, his last hope was to find an abandoned garage or a farm by the roadside. His life depended on it. Aber wir dann nicht weiter? Da lässt er mich nicht lang gehen. Okay, ne? Dann sollen wir, haben wir wohl noch irgendwas da drüben nicht gemacht. Weg verpasst. So, da ist doch unser Auto. Ne? Nee, ich glaube, wir sollen noch irgendwas in der Hütte machen. Scheinbar. Klingt so. Oder die Autos vielleicht wieder fit kriegen. Aber wie denn? Weiß ich nicht. Meint er unsere, was, unsere verlassene Werkstatt? Ja. Für unser Auto, aber hier ist ja... Hier ist nur ein Wendekreis, ne? Ja. Steine, alles abgezäunt. Da oben war doch nichts, oder? Ich hab da jetzt nichts übersehen. Nee. Mal gucken. Springen könnte man, aber da komme ich auch nicht rüber. Okay. Ich hab doch alles eingesackt. Ja, dann versuchst du gleich nochmal an den Autos. Ah, da ist ein Autoreifen. Kannst du den mitnehmen? Ja, ich gehe nochmal zu den Autos. Ich wehre mich vielleicht nochmal auf vorher, wenn ich gerade hier bin. Sie. Kurz einmal. Na? Das ist der Totenkopf da unten. Was? Oh ja. So sind wir wieder fresh, oder? Okay. Sie. Gehen wir nochmal hoch zu den Autos. Hier Holz mit, nehme ich einfach mal mit. Kann ich mehr mitnehmen? Nee. Okay. Marsch! Ach, schön, Musik. Das Wetter nicht so. Das Fahrzeug steht von alleine, fährt es nirgendwo mehr hin. Das heißt, was ist das? Genau, Ketten. Ah, die haben wir eingesammelt. Schneeketten. Muss ich die überall montieren? Wahrscheinlich nicht. Nee. Geht man nicht rein, okay. Ah, okay, das heißt, ich darf Auto fahren. Okay, vergessen recht. Hauptet ihr auch. Er muss alles erkunden und darf nicht zurücklassen, bevor er weitergeht. Habe ich nicht alles erkundet? Wenn wer auch immer das behauptet, die Erzählerstimme, als Text dann... Das habe ich mir doch alles angeguckt, hier dachte ich. Ich kann nicht da... Hier habe ich noch nicht reingeguckt. Ah, da gibt's noch was. It was a small, locked box engraved with the letters WH. Carl thought about taking it. Nothing was to be left a chance. Notizbuch ein Tag, gucken wir mal rein, ne? Mhm. Kennen wir. Unfall. Der Unfall. Der Unfall. Oh. Ein Unfall, so ein heftiges Erlebnis habe ich seit Korea nicht mehr gehabt. Cool, die Zeichnung. Verlassenes Fahrzeug. Oh. Geh doch weiter zurück, vielleicht ein Stück. Ich glaube, du kannst mit dem. Soll noch ein Stück zoomen? Nee, ne? Nee, wenn ich.
Wer war da am Steuer des anderen Fahrzeugs? Wer auch immer es war, er hat nicht die geringste Chance, wenn er zu Fuß weitermachen will. Und warum hatte er es überhaupt so eilig? Ein verschlossener Kasten. Wäre es falsch, einen Blick hineinzuwerfen? Bestimmt würde ich einen Hinweis darauf finden, wer der rücksichtslose Fahrer war. Aber... Dafür muss ich zuerst den passenden Schlüssel finden. Okay. Ich habe schon vorgelesen. Top. Also wir müssen den Schlüssel da im Handschuhfach. Fotografie. Isabel. Steht lesen, aber viel zu lesen gibt es da glaube ich nicht. Okay. Das sieht doch jetzt aus, als hätte ich alles. Aber noch kein Schlüssel, oder? Ne, aber den können wir vielleicht noch finden. Das wir sehen ja jetzt, ob das Spiel uns weiterlässt. Chevrolet. Ja. Komm, alte Mühle. Na, guck mal, dann wärmen wir uns auch auf. Aber Wärme war das andere Zeichen, glaube ich. Achso, weil der Stress geht. Ja. Unter, ja. Haben wir zwischendurch gesehen? Ich habe nicht drauf geachtet, ob wir uns... Boah, jetzt fahre ich aber lang. Jetzt, wenn ich einmal drücke, macht er quasi von alleine alles. Und ich habe einmal nach vorne gedrückt, er fährt jetzt einfach. Ah, okay. Ich fahr mal ein bisschen langsamer. Der beschleunigt von ganz alleine. Ja, ist doch nett. Alter, doch nicht bei dem Wetter. Ich sehe nicht mal die Straße. Das ist gerade unvergabt und der gibt hier Gas wie so ein Besagter. Ist halb erfroren. Der ist halt genauso neugierig wie wir beide, wie es weitergeht. Total, ich mach mir mega. Ich finde die Atmosphäre ist halt zum... Ich stehe einfach so auf Detektiv. Manaston. Spread out on a few acres of untouched forest. Bellowing caribou, everlasting snow, and danke. Undefiled kommt, lakes. Ich gesehen, wann. The Manistan region was no tourist hub. It was said to have been populated for millennia by Cree people, and ever since the industrial era, okay, by the metal mining industry. Ist da mal abbiegen? Oder sollen wir direkt durchfahren? Wie du möchtest. Kannst du ruhig abbiegen. Ich guck mal. Ich frage mich, ob das so auch in Wirklichkeit fährst. Wollen wir Radio hören? Ja. 1556. Ich bin ja zwei Jahre nicht Auto gefahren. Deshalb würde ich jetzt wahrscheinlich das hier nicht überleben. Ah! Das mochte er aber nicht. Ich glaube, er war geladen. Das ist ja nicht so. Haus der Familie. Boah. Wir bleiben mal bei. Das heißt, ich werde military training had made him a very punctual man. Being late to his meeting with Hamilton was out of the question. Okay. Also will er nicht machen. Okay, aber da kommen wir doch bestimmt nochmal zurück. Ah, die Mucke. Aber es ist geil, wieso das Spiel so ganz unauffällig ist, einem verbietet. Ja. Also es ist alles halt irgendwie gutes. Nur das halt, er darf nicht zurücklassen, er muss quasi alles sich angeguckt haben. Das war jetzt ein bisschen. Natürlich so ins Gesicht, ne? Aber das war jetzt quasi, der Erzähler gibt dir quasi eine Begründung, warum du jetzt noch nicht... Das macht schon Sinn, ich hasse Spiele, wo man die Hälfte vergessen kann und sich später ärgert. Ja, ja, aber das ist halt noch nicht so... Also ich sag ja nur, dann gucke ich da gar nicht erst hin. The truck was running on fumes. Good thing that the general store was close by. Ja. Unauffällige Ladepausen, muss man sagen. Oh! Das ist halt ein Indie-Spiel, ne? Das macht er von alleine. Ja, ich kann nur gucken gerade. Das sehe ich. An dem hier fährt. Hallo. Einmal volltanken, bitte. Gemischtwarenladen. Ja, ich fände es geil, wenn du selber tanken musst. Wurde in den 70ern wurde doch noch für eingetankt, dachte ich. Kann ich auch gar nicht. Los, klau mal alles, du bist schließlich Detektiv. A milkman had to drive by every week to fill the bottles. The fresh milk indicated a recent visit. Ich kann aber keine Milch nehmen. A milkman had to drive by every week to fill the bottles. Getriggert, okay. Sind wir gemeint bei solchen, bei Detektivspielen? Ich habe ja schon viele gespielt und weißt du mal nicht, ob sowas eine wichtige Info für später ist oder nicht, weil du nicht weißt, wohin es geht und wie weit. Na, passt. Schön. Nous changeons vos pneus aux ampères et balance. Oh. Dum-dum.
Carl had no trouble recognizing his employer. He had been killed. There was no need to be a detective to figure that out. But only a detective could have noticed that the killer had to have been very close. That the fatal blow had been given before the victim even realized. Okay, gucken wir uns das mal an. Hi, geil. Hi, gut. Ah, ich freue mich so, das macht so Spaß. Schon wieder wie Firewatch, schon wieder Fotos machen. Ist doch cool, oder? Ist es Cola? Nee, aber nicht Coca. Und andere Cola. Ah, ich kann sogar suchen. Dann untersuch mal, ob Geld fehlt. Ja, ich gucke erstmal, ob der Mörder hier, wird noch viel ist. Viel geraucht. Das ist Kona Cola. Ja, Kona Cola. Oh, ich finde super. Oh, oh. Okay, warte, wenn es da böse wird, dann gucke ich da nochmal. An explosion suddenly occurred outside. Was ist das, die Pumpe? Ah, muss ich dann wahrscheinlich, um nachzutanken. Mhm. Carl knew that Gilles Lachance was in charge of the general store. That made him one of Hamilton's employees. A very angry employee, as Carl could plainly see. Wissen Sie was, Hamilton? Ich habe ein Kratzen im Hals. Und wenn man ein Kratzen im Hals hat, geht man lieber kein Risiko ein und bleibt der Arbeit fern. Man könnte die Kunden anstecken, nicht wahr? Ich weiß Bescheid. Keine Sorge, ich hole mir einen Attest vom Doktor, zu dem ich jetzt gleich gehen werde. Leider muss ich... In dieser Zeit der Laden geschlossen bleiben. Natürlich. Aber natürlich. Sie möchten für mich einspringen. Außer natürlich, Sie möchten für mich einspringen. Aber ich muss Ihnen ja keine Tipps geben, denn Sie wissen ja, wie der Laden läuft. Schließlich gehört er jetzt Ihnen. Hochachtungsvoll, Ihr getreuer Angestellter Gilles. So, das heißt, er war alleine. Also, und vorher hatte der Laden, wo Gilles gehört. Ja, scheinbar. Oder einem Bekannten von ihm. Ah, okay. Cool. Ah, Medipack. Du hast auch überhaupt keine Angst, obwohl es draußen explodiert ist. Ja, aber man hat ja nichts gehört, ne? Ich betrügt uns der Erzähler auch. Ich eigentlich... Oh, okay. Wir haben ganz schön schwere Schritte. Naja, wahrscheinlich auch Schneeschuhe an, ne? Oh, wir müssen ganz leise sein. Ja. Klondike. Okay, Zeit jetzt das zu lesen. Zu spannend, um einen Prospekt zu lesen. Geh weg. Ja, das könnte interessant sein. Eine Sekretärin wäre hier Gold wert. Was? Naja, das ist so ein Notizding. Bedienungsanleitung für Kasse. Zum Öffnen der Kasse. Preis eingeben. Mindestens 2 Ziffern. Zähltaste drücken. Kurbel 2-mal drehen. Auf das Gerät schlagen. Oh, das müssen wir machen, bestimmt. Okay, Preis eingeben, mindestens 2 Ziffern, Sale-Taste, Kurbel 2-mal drehen. Fotografier das mal ab. Weil wir das uns definitiv nicht merken können. Das machen wir jetzt auch noch in dieser Folge. Ja, wir wollen ja noch rausfinden, was jetzt hier... Jo. Spitzt sich quasi zum Ende der Episode. Müssen wir uns eigentlich wieder aufwärmen? Das sieht ein bisschen so aus, ne? Nee, wieso leuchtet da doch nichts? Das ist, glaube ich, Auge, wie gut wir sehen, ob wir gesehen werden oder nicht. Okay, okay. Das ist eine Sicherung, ne? Sollen wir da erstmal gucken, was da steht. The note explained that the garage and the store couldn't be supplied with electricity at the same time. Das heißt, jemand ist in der Garage. Schalter um. Vielleicht, aber dann weiß er, dass wir hier sind. Was ist das hier? Das ist der Shop Magazin, ist der Shop Garage. Dann lassen wir noch so. Wir gucken uns das erstmal an. Sollen wir erstmal raus supplied with electricity at the same time. Ich glaube, wir haben jetzt alles hier, ne? Das hier kannte ich ja nicht. Wir können auch in die Kasse gucken. Soll einfach nur, soll einfach sagen, das heißt Chaos oder? Sollen wir das. Kann ich die Kasse denn aktivieren? Sollen wir mal? Ja. Können wir das da schon lesen? Okay. Geben uns das. Gut, wir können auch telefonieren. Aber ich tippe einfach mal, dass wir keine. The snowstorm pummeled everything in its path. Carl was not surprised when he heard no tone. Okay, was musste ich tun? 2 Ziffern mindestens, ne? Ich vergessen, was ich machen muss. Dann du, irgendwo, was kann ich denn noch? Du musst Preis eingeben, mindestens 2 Ziffern, Sale-Taste drücken. Sale? Da oben rechts. Ah. Dann Kurbel. 2-mal drehen. Ah, macht's von alleine. Sehr gut. Ah, Schlüssel.
Briefkasten. Ah, das war draußen. Ja. Ich will trotzdem jetzt erst gucken, was hier hinten abgeht. Mhm. Wäre jetzt auch Roleplay-mäßig. Oh, Wolf, maintaining his composure, Carl recalled something from his military training. Wolves always stay away from populated areas. Wait, was it about bears? Carl was used to strange phenomena, but a chunk of ice like this, as if an iceberg came out of the ground, that was a first. Prince? Was ist das? Carl found a surprise at every turn. Was the camera faulty, or was there a possible lead? Oh, guck mal. Naja, das habe ich schon gesehen. Aber interessant, der Fußspur war trotzdem nicht zu sehen. Ja. Willst du also das eher sehen, anstatt den Schuppen? Ja, ich glaube, ich gucke erst in den Schuppen. Ah, so viele Optionen. Ist auch spannend, ey. Das ist jetzt gleich das... Mehr, ich will mehr da spielen. War doch gerade Licht in der Garage. Erstmal, ob ich noch irgendwo ein Fenster sehe. Ja, da gibt es auch wieder ein Feuer. Wir haben ja extra noch ein Holz eingepackt. Hast du eine Waffe? Nee, ne? Nicht, dass ich eine gesehen hätte. Ah, da fehlen uns noch. Wir haben nur einen Brief, müssen wir mal. Vielleicht ist ein Briefkasten der Schlüsselfenster. Ja, gucken wir. Okay, wir gehen erstmal zum Briefkasten, sonst folgen wir den Spuren. Unser Auto ist auch immer noch an. Ja, irgendwie konnte ich es auch nicht ausmachen. Something fell to the bottom of the box. So viel zu deiner... The murder weapon. What was that doing there, Carl wondered. Ah. Hamilton must have been determined to keep some information secret to post this key. Shame he got unlucky. Everything made sense now. Poor Hamilton's denunciation was interrupted, and he figured it would be best to lock everything up and send the key to his correspondent, who would receive the box later on. Clever, but not enough. That's what happens to ordinary people playing spy. Okay, warte noch mal ganz kurz für mich, um das zu wieder einzuordnen. Also wir haben jetzt die, das war jetzt die Kassette, die wir aus dem Auto hatten. Ja. Und der Brief von Hamilton ist in der Kassette und der Typ sollte den Brief schon mal wegbringen für Hamilton. Ja. Ja. Der war ja auf die entgegengesetzte Richtung unterwegs. Ja. Der kam uns ja entgegen. Damit es auf keinen Fall zusammen erscheint irgendwo. Okay. Als ein Untertan Ihrer Majestät und Mitglied der freien Wirtschaftskammern der Welt habe ich die Pflicht, das Folgende den zuständigen Behörden mitzuteilen. Schlimme Dinge gehen hier vor sich. Ich muss mich kurz fassen, aber ich bitte mein Land um sofortige Hilfe, denn ich glaube, die freie Welt ist in großer Gefahr. Ein Mitglied meiner Gemeinde, der Ehrenwerte, bricht's ab. Einfach um so ein halber Brief. Vielleicht kannst du umblättern? Nee, ging nicht. The Polaroid. Carl's long-standing da war ja, saß doch auf dem Brief, dass es das Ende husbands caught red-handed cheating. Das heißt, da fehlt uns der Schlüssel. Always something out there waiting to be snatched away. The pumps wouldn't surrender their divine nectar so easily. In all likelihood, they had to be switched on from inside the store. Ja. Das haben wir ja vorhin schon mitgekriegt. Ich mach erstmal das, was ich machen kann. Und dann können wir der Spur folgen. Ja. Ah, diese böse Musik. Ich glaube, wir bauen erstmal Strom. Das ist hier nicht so viel, ne? Ne. Stimmt, weil in der Garage ging das Licht auch an und aus. Mach ich erstmal kurz hier Licht an. Ich habe ja gesehen, dass in der Garage keiner ist. Ja, wir sind da oben, ne? Ja. Ich habe ihn ausgestellt, okay. Aber jetzt müssen wir doch. Es ist immer noch dunkel. Aber ist doch. Das ist doch ein. Einschalten müssen wir es doch. Achso, ich muss das andere ausschalten. Ja. Jetzt müsste es doch gehen, oder? Achso. Jetzt müsste es doch. Richtig sein, ne? Jetzt ist da eine andere, aus. Und wir sind doch auch on. Strom von der Strom. Das Ding ist, wenn. Die Sicherung rausfliegt, musst du doch erst ausmachen, dann umschalten und dann wieder anmachen, oder? Soll ich alle beide ausschalten erstmal? Was soll ich jetzt machen? Und dann lässt du das noch aus. Strom aus? Ja, und jetzt musst du die Sicherung reinmachen. Jetzt einschalten. Und jetzt machst du an, ja. Strom vom Generator. Aber der Generator ist
War nicht in der Garage gewesen, ne? Ja, deswegen machen wir mal weiter. Ich guck, ich teste es mal kurz. Vielleicht geht das Licht ein, falls das Licht einfach nicht angeschaltet. Ah. Nope. Nein. Also läuft auch noch kein Strom. Nope. Aber ich dachte, ich hätte es. Oh. Nein, nein, nein. Kein Strom. Das heißt, dass die Stromleitung wahrscheinlich am Arsch ist? Oder was? Nee, ich glaube, wir sind zu blöd. Hier sehe ich übrigens gerade nochmal Stuff. In was für ein Durcheinander. Ach so. Was hier ist denn doch, hier? Das sieht aus wie Schließfächer. Aber kann ich nicht drauf. Doch, da unten ist eins. Der Laden dient auch als Postfiliale. Ah. Okay, nochmal. Kann ich sagen. The note explained that the garage and the store couldn't be supplied with electricity at the same time. Okay. Haben sie auch nicht. Weil wir sind doch. Ja, wir sind der Store. Ah. Ja. Das ist die Garage. Aha. Also tippe ich mal, dass die. Da oben ist auch wieder so ein Symbol. Gab's dran irgendwo einen Generator draußen? Aber ich tippe mal, der wird ja nicht draußen im Freien stehen. Mal gucken. Der müsste ja dann eigentlich in der. Da. Oh! Wow! Ich hab was gemacht. Seriously. Ich muss doch noch drehen. Kann aber nicht drücken. Nee, es gibt auch kein Zeichen. Guck mal nach hoch, wo das Kabel hinführt. Ah, da. Ja. Carl was no electrician, but he could identify a wiring problem when he saw one. So, das linke haben wir, ne? Wenn eine 1 steht, das ist jetzt auch eine Zange. Ja, oder du kannst es nicht drücken, ne? Nee, weil ich muss erst Carl mal das was haben. No electrician. Ja. Eine Zange he could dafür. Identify a wiring problem when he saw one. Aber ich kann nicht in die Hütte, also müssen wir hier irgendwo eine Zange finden. Finden wir diese Zange in dieser Episode denn? Wahrscheinlich eher nicht. Ich gucke. Und nein. guck nur ganz kurz auf Carl hier. Wondered how long he would have to endure this skin stinging cold. Vielleicht kannst du schon mal Feuer machen. Oder Feuer ist jetzt gerade nicht die. Könnten wir auf jeden Fall, wenn wir wollten. Ja, hier. Weil er friert schon ein, siehst du das? Ich guck nur noch hier alles jetzt. Da ist ja wohl nichts drin. Ja, wir machen ja gleich Feuer. Gab's aber drin? Und den Schlüssel für drin haben wir auch noch nicht gefunden, oder? Das war es nur der Briefkastenschlüssel. Das war der Schlüssel für die Schatulle. Ja. Aber vielleicht passt der hier auch rein. Wer weiß. Das wäre ja, du musst gleich mal aufwärmen gehen. Mal im Laden habe ich mich, glaube ich, nicht aufgewärmt, oder? Can't recall that. Oder? Nee, okay, wir müssen uns gleich aufwärmen. Okay, ich würde sagen, na, wir machen noch ein Feuer, okay? Wir beenden das lieber am Feuer, im Warmen. Schnell, einmal komplett effizient ums Haus gelaufen. Na, geht's halt. So, besser, oder? Können wir uns hier schön den Liegestuhl sehen. Aber wir speichern übrigens auch immer mehr Feuer. Ja. Das heißt, in der nächsten Folge müssen wir uns. Wir brauchen eine Zange für. Und den Schlüssel. Zange und Schlüssel müssen wir finden. Und einen Generator und dann können wir nachtanken. Und dann vielleicht, ja, okay. Und okay. Wir haben noch die Spuren, denen wir folgen wollten. Dann drück mal auf, genau, damit wir keinen Feuer verbrauchen. Meinst du nicht, das ist unendlich? Weiß ich nicht. Naja, wir sehen es gleich, ne? Bis ich dann. Ich hoffe, euch gefällt's. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!